Musik im Eis und mit Eis. Das Eismusikfestival in Geilo in Norwegen ist etwas ganz Besonderes und es begeistert die Besucher. Auf Rentierfellen lauschen sie den Musikern, die mit ihren Eisinstrumenten spielen, in der ersten Vollmondnacht des Jahres. But it's also a really challenge. Das ist schon eine Herausforderung, denn man kann dem Instrument nicht trauen. Es verändert sich, es könnte zerbrechen und ich habe keine Zeit zu üben. Immer wieder werde ich ein neues haben. Das ist schon wirklich schwierig. Erst wenige Stunden vor dem Konzert werden die Instrumente hergestellt und die Musiker können ganz neue Wege gehen. Eisschnitzer stellen für sie jedes Instrument her, das sie sich nur wünschen. Die ersten Entwürfe habe ich erst letzte Nacht gemacht, als ich den Eisblock hatte. Ich habe mir vorgestellt, was wir da alles draus machen könnten. Ich bin echt gespannt, wie es klingen wird und ob es klingen wird. Ein Eisschnitzer aus den USA stellt die selbst entworfene Spezialtuba her. Und so klingt sie. Manches, was das Publikum hier zu hören bekommt, ist ziemlich experimentell. Manchmal gibt es aber auch einfach richtig guten Pop.